Hallo ihr Lieben, heute gibt's eine Überraschung. Bist du bereit? Dann mach gleich mit! Hallo ihr Lieben, ich bin Doris und wir machen heute gemeinsam Yoga. Wie immer brauchst du viel Platz, damit du auch gut mitmachen kannst. Setz dich auf den Boden und komm in den Schneidersitz. Wir starten gemeinsam mit dem Wort Namaste. Bist du bereit? Auf 1, 2, 3, Namaste. Namaste heißt, ich begrüße dich. La 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 la. Hallo Doris, was machst du denn da? Hallo Yoga Panda, ich dehne mich, schau mal. Du kannst gleich mitmachen. Einmal auf die eine Seite und dann auf die andere Seite. Schau, dass dein Arm immer am Boden ist und der andere Arm streckt sich über deinen Kopf. Komm, mach gleich mit. Wir dehnen uns auf die eine Seite. Und zur anderen Seite. Wir drehen uns auch noch nach hinten und probieren das noch auf die andere Seite. Noch einmal. Auf die eine Seite und ein letztes Mal auf die andere Seite. Jetzt sind wir gut aufgewärmt. Was machen wir denn heute? Ich habe mir überlegt, wir könnten heute vielleicht mal einen Schokokuchen backen. Oh ja, ich liebe Schokokuchen. Juhu! Bevor wir das machen, müssen wir aber noch alle Zutaten besorgen. Weißt du, was wir da alles brauchen für einen Schokokuchen? Schoko und sonst auch noch etwas? Schokolade? Das ist natürlich wichtig. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen auch noch Eier, Zucker, Mehl und etwas Butter. Und weißt du was? Die Eier und die Butter, die holen wir uns jetzt gleich einmal vom Bauernhof. Wir fahren heute mit dem Rad zum Bauernhof. Dafür leg dich einmal hin. Bist du bereit? Wir treten gleich in die Pedale. Geht schon, mach mit. Wir fahren los. Komm, mach mit. Es ist nicht weit. Ein kleines Stück. Und wir treten und treten. Sehr gut. Und es geht nach oben. Und wir fahren nach rechts. Nach links. Und jetzt nochmal ganz schnell. Es geht bergab. Juhu! Ich sehe schon den Bauernhof. Komm, ein kleines Stück noch. Mach mit, Suppe machst du da. Hui! Huh, geschafft. Schau mal, da vorne sehe ich schon die Hühner. Oh, es gibt doch kleine Babyküken. Wollen wir vielleicht eins streicheln? Ja, sehr gerne. Gute Idee. Ich liebe kleine Küken. Wollt ihr auch Küken streicheln? Ja? Dann streck einmal ein Bein aus. Nimm dein anderes Bein und zieh es zu dir. Und wir streicheln die süßen Küken. Ui, die sind so lieb und weich und kuschelig. Oh, lieb. Wollen wir noch ein zweites streicheln? Dann streck dein anderes Bein aus. Nimm das andere Bein zu dir. Und wir streicheln noch das zweite Küken. So lieb sind die. Oh, lieb. Gut gemacht. Du Yoga Panda, hast du schon die Eier? Ja, schau, ich habe schon 4 Stück gesammelt. Sehr gut, dann fehlt uns noch die Butter. Sieh nur, da vorne, da sehe ich schon die Kuh. Wir kommen gleich in die Kuhposition. Geh auf alle 4. Mach einen geraden Rücken, nicht so, sondern gerade. Und wir machen gemeinsam
das Geräusch der Kuh. Bist du bereit? 1, 2, 3. Noch einmal. Senk deinen Kopf, schau nach unten. Und auf 1, 2, 3. Sehr gut gemacht. Jetzt haben wir auch die Butter. Sieh nur, da vorne, da ist ein See. Da können wir Wasserski fahren. Bist du bereit? Setz dich auf deine Fersen. Die Knie nach vorne, die Füße flach auf dem Boden und halt dich an der Leine fest. Und wir starten mit Wasserski. Lehn dich ein bisschen zurück. Du kannst hin und her wippen. Wow. Wir wechseln die Seite. Eine Rechtskurve. Eine Linkskurve. Oh, da kommt eine hohe Welle. Achtung. Schwapp. Ich bin jetzt ganz nass geworden. Yoga Panda. Ich glaube, zur nächsten Station musst du alleine gehen. Ich muss mich jetzt erstmal umziehen. Hol du mal das Mehl von Patricia. Bis gleich. Tschüss. Hallo Patricia. Hallo Yoga Panda. Schön, dass du gekommen bist. Ich soll von dir das Mehl für den Schokokuchen abholen. Ja, das stimmt. Aber vorher müssen wir es gemeinsam zusammen mahlen. Komm dafür in die Mühlenposition, grätsch deine Beine und bring die Hände auf den Boden. Hebe eine Hand nach oben, der Blick folgt der Hand. Bring die Hand langsam zurück zum Boden und jetzt hebe deine andere Hand nach oben. Super machst du das. Bring sie zurück zum Boden und dann geh nochmal ganz langsam mit der anderen Hand nach oben. Mach das schön langsam, damit du nicht umfällst. Und jetzt noch ein letztes Mal auf der anderen Seite. Strecke deine Hand schön durch und dann bring sie zurück auf den Boden. Roll dich langsam hoch. Super, Yoga Panda, das war toll. Schön, dass du gekommen bist. Ich wünsche dir viel Spaß beim Kuchenbacken. Danke, bis bald. Bis bald. Bist du schon fertig? Was fehlt uns denn jetzt noch? Der Zucker fehlt uns noch, glaube ich. Stimmt. Dafür düsen wir heute nach Mexiko. Und weißt du, wie wir dorthin gekommen? Mit dem Flugzeug. Bist du bereit? Stell dich gerade hin. Streck ein Bein nach hinten, beug dich nach vorne. Arme zur Seite. Und wir fliegen los nach Mexiko. Dort gibt es ganz viele Zuckerplantagen. Werden wir uns heute den Zucker holen. Wir fliegen! Hui! Wenn du stark wackelst, dann schau auf den Boden und konzentriere dich auf einen Punkt am Boden. Sehr gut machst du das. Wir wechseln die Seite. Anderes Bein nach hinten. Ausstrecken. Beug dich nach vorne. Und Arme zur Seite und wir fliegen weiter. Hui! Hui! Sehr gut. Ein kleines Stückchen noch. Hui, hast du es geschafft? Super gemacht. Sieh nur, Yoga Panda, diese saftigen Zuckerrohrstangen. Da werden wir uns jetzt ein paar pflücken und daraus wird unser Zucker gemacht. Streck deine Arme nach oben, verschränk deine Finger und wir pflücken uns jetzt saftige Zuckerrohrstangen. Beug dich auf die Seite und zur anderen Seite. Oh, und wir zupfen uns da jetzt ein paar raus. Ui, und noch eine. Und von da unten noch kräftig ziehen. Und hier noch. Oh, und einmal noch. Und auf der anderen Seite auch noch. Sehr gut gemacht. Jetzt müssen wir unsere Zuckerrohrstangen auch noch in den Korb hineingeben. Hilfst du mit? Komm, wir packen alle ein. Beug dich nach unten und schmeiß alle in den Korb hinein. Ui. Puh, das und ist nein. Aber anstrengend. Sehr gut. Und eine noch. Boom. Gut gemacht. Yoga Panda, was fehlt uns denn jetzt eigentlich noch für unseren Schokokuchen? Die Schokolade. Stimmt, die Schokolade. Dafür können wir gleich in Mexiko bleiben, denn hier gibt es ganz viele Kakaobäume. Komm mit,
Wir schauen gleich mal, ob wir einen finden. Los geht's! Wo ist ein Kakaobaum? Yoga Panda, hast du schon einen gefunden? Ja, schau, da vorne ist ein Kakaobaum. Lass uns gleich einmal hochklettern. Gute Idee. Wir klettern gleich einmal auf den Kakaobaum. Komm, mach mit, kletter los. Wir pflücken uns eine Kakaobohne. Aus der wird nämlich die Schokolade gemacht. Noch ein Stückchen. Sehr gut. Geschafft. Jetzt pflücken wir uns noch die Kakaobohne. Komm, wir pflücken uns jetzt die Kakaofrucht. Streck dich nach oben. Oh. Komm, Yoga Panda, hopp. Und noch eine, streck dich. Yoga Panda, hopp. Und da ist noch eine. Ui, hopp. Schaffst du noch eine? Mach dich ganz groß. Und sehr gut. Achtung, Yoga Panda, hopp. Super. Jetzt haben wir alle Zutaten für unseren Schokokuchen. Zucker, Mehl, Eier, Schokolade und was war noch, Yoga Panda? Ich glaube, die Butter fehlt noch. Genau, die Butter. Gut gemacht. Wie kommen wir wieder heim? Mit dem Flugzeug. Oh ja. Weißt du noch, wie das gegangen ist? Ich denke schon. Stell dich gerade hin. Ein Bein nach hinten, Arme zur Seite, beug dich nach vorne und wir fliegen los. Wir fliegen wieder zurück. Juhu! Wir fliegen über den Atlantik. Hui! Oh, wunderschön! Wir wechseln die Seite, anderes Bein nach hinten, Arme zur Seite und wir fliegen weiter. Ich sehe Berge. Oh, ich sehe da auch einen Fluss. Das macht Spaß. Gleich sind wir da. Und wir landen. Gut gemacht. Komm, Yoga Panda, jetzt wollen wir noch den Kuchen backen. Hilfst du mit? Juhu, gerne. Super. Dafür streck deine Beine aus. Wir geben jetzt einmal alle Zutaten in unsere Rührschüssel. Die Eier. 1, 2, 3 und 4. Dann noch das Mehl. Rein in die Schüssel. Dann kommt auch noch die Butter hinein. Rein in die Schüssel. Und der Zucker. Hinein in die Schüssel. Jetzt müssen wir mal kräftig rühren. Rühren, 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 rühren und noch in die andere Richtung. Kräftig rühren, komm, mach mit, der Teig muss schön weich werden. Rühren, rühren. Jetzt kommt noch die Schokolade hinein, hinein in die Schüssel und noch ein bisschen, damit es gut schmeckt. Und wir rühren noch einmal kräftig durch. Rühren, rühren, andere Seite, rühren. Rühren. Das schaut schon sehr gut aus. Jetzt müssen wir den Teig aber auch noch kneten. Kräftig kneten. Alles durchkneten. Oh, damit der Teig gut wird und der Kuchen natürlich dann besonders gut schmeckt. Einmal noch kneten. Super. Jetzt kommt der Teig in die Form. Alles reingeben. Und ab in den Ofen. Für wen ist eigentlich der Kuchen? Bekommen wir Besuch? Nein, lieber Yoga Panda, der Kuchen ist für dich. Für mich? Ja, du hast ja morgen Geburtstag, mein Lieber. Und da habe ich mir gedacht, wir backen heute gemeinsam deinen Lieblingskuchen. Morgen ist schon mein Geburtstag? Juhu! Ja, mein Lieber. Und wir alle wünschen dir alles Gute, lieber Yoga Panda. Läutet dann das Telefon? Wer ruft denn da an? Hallo? Lieber Yoga Panda, ich wünsche dir vom Herzen alles erdenklich Gute zu deinem Geburtstag. Danke, Patricia, für die lieben Wünsche. Baba! Tschüss! Der Kuchen ist fertig
Und der Yoga-Panda und ich, wir genießen jetzt den Schokokuchen. Und wir beenden unsere Yoga-Einheit mit einem gemeinsamen Namaste. Bist du bereit? 1, 2, 3, Namaste. Bis bald und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss!